Elektromobilität. Ist das wirklich die Lösung unserer Umweltprobleme? 0 Gramm CO2 auf 100.000 Kilometer. Kann das wirklich sein? Was ist mit dem ganzen Rohstoffabbau für die Batterien? Und Strom verbraucht das Auto doch auch. Wie kommen diese Werte überhaupt zustande? Das ist doch Greenwashing, oder? Diese Fragen wollen wir heute in unserem Video aus der Reihe Forschung erklärt beantworten. Lasst uns erstmal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wir befinden uns in den 90er Jahren. Kalifornien verabschiedet ein Gesetz zur Emissionsreduktion, das vorschreibt, dass 2% der Neufahrzeuge Elektrofahrzeuge sein müssen. Aber damals hatten Elektrofahrzeuge noch keine modernen Lithium-Ionen-Batterien, so wie heute, sondern relativ ineffiziente Bleiakkumulatoren. Der positive Umwelteffekt des Gesetzes war daher zumindest fraglich. Als Reaktion darauf erschien 1995 in der Fachzeitschrift Science die Studie Environmental Implications of Electric Cars bzw. Umweltauswirkungen von Elektroautos. Die Studie bestätigte, dass die versprochenen Umweltvorteile bei weitem nicht erreicht werden konnten. Die Studie stieß auf große Resonanz in Forschung und Gesellschaft und war die Geburtsstunde des Lifecycle Assessments oder zu Deutsch der Ökobilanzierung. Doch zurück zur Gegenwart. Was ist eine Ökobilanz? Und wie läuft sowas ab? Ökobilanzierung ist die Zusammenstellung und Bewertung der Inputs und Outputs und der potenziellen Umweltauswirkungen eines Systems während des gesamten Lebenszyklus. Jede LCA läuft in 4 Phasen ab. In der ersten Phase werden das Ziel und der Untersuchungsrahmen festgelegt. Hier werden wichtige Entscheidungen über das Studiendesign getroffen. Was ist das Ziel der Studie? Was sind die Systemgrenzen? Werden die Emissionen bei der Erzeugung von Ladestrom für die Batterie mit einbezogen oder nicht? Um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, muss auch die sogenannte funktionelle Einheit definiert werden. Nehmen wir zum Beispiel den Scheinwerfer eines Autos. Eine Möglichkeit wäre natürlich, die Verwendung eines Scheinwerfers an sich als Vergleichseinheit zu verwenden. Wenn man aber genauer darüber nachdenkt, stellt man fest, dass das gar nicht so sinnvoll ist, denn Scheinwerfer nutzen ganz unterschiedliche Technologien zur Lichterzeugung, zum Beispiel Xenon, Halogen oder LED, die wiederum ganz unterschiedliche Lebensdauern haben. Besser ist es also, die Funktion selbst als Vergleichseinheit zu definieren. Für einen Scheinwerfer wäre das zum Beispiel die erzeugte Lichtmenge in Lumen. Sind alle wichtigen Entscheidungen zum Studiendesign getroffen, geht es in die zweite Phase der Ökobilanz, die Sachbilanz, das Herzstück jeder Ökobilanz. Hier werden Daten gesammelt und zusammengestellt und alle relevanten Prozesse quantifiziert. Nehmen wir zum Beispiel die Stromerzeugung. Jeder Prozess stellt eine Wechselwirkung mit der Umwelt und mit den Produkten anderer menschlicher Aktivitäten dar. Die Datensätze enthalten Informationen über die eingesetzte Technologie zur Stromerzeugung, den geografischen und zeitlichen Bezug sowie die Menge der Input- und Outputflüsse. Die so entstandenen Einzelprozesse können wir wiederum zu einem Gesamtsystem, dem Produktsystem, zusammensetzen. Mit dieser Methode sind wir schließlich in der Lage, den Lebensweg eines Produktes und seiner definierten Funktionen abzubilden. Wir sind nun in der dritten Phase der Ökobilanz angelangt, der Wirkungsabschätzung. Hier werden die prozessbedingten Emissionen aus der Sachbilanz in Umweltwirkungen übersetzt. Beispiel Kohlenstoffdioxid. CO2 und andere Klimagase haben ein Treibhauspotenzial und sind mitverantwortlich für den Klimawandel. Neben dem Treibhauspotenzial können und werden mit der Ökobilanz aber noch viele andere Umweltprobleme behandelt. Gut, aber ist das nun Greenwashing oder nicht? An dieser Stelle muss ganz klar gesagt werden, dass Lifecycle Assessment Studien sehr wohl als Greenwashing-Instrument missbraucht werden können. Die berechneten Ergebnisse hängen stark vom Studiendesign ab und müssen daher immer im Kontext betrachtet werden. Damit sind wir bei der vierten und letzten Phase der Methodik angelangt, der Interpretation. Wir dürfen bei der Bilanzierung nie den Kopf ausschalten und Zahlen blind vertrauen, denn letztendlich ist das Lifecycle Assessment dazu da, Prozesse und die damit verbundenen Umweltprobleme transparent zu machen und damit besser zu verstehen. Aber was meint ihr? Sollten die Emissionen, die bei der Erzeugung des Stroms zum Laden eines Elektrofahrzeugs entstehen, berücksichtigt werden oder nicht? Wie interpretiert ihr das? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Like und ein Abo.
Das war's von mir. Auf Wiedersehen.